Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! In der Tat ist es so, dass in Afrika oft nicht die Länder mit den wenigsten Investoren die ärmsten sind, sondern durchaus auch die Länder, die die meisten ausländischen Investoren haben, besonders arm sind, und auch die Länder, die besonders viel Rohstoffe haben. Denn da, wo Rohstoffe sind, sind viele ausländische Investoren. Da braucht man gar nicht zu werben, da braucht man nicht mal Fördermittel der KfW oder von internationalen Entwicklungsbanken, von der Weltbank, sondern da, wo Öl ist, wo Kohle ist, wo seltene Erden sind, wo Gold ist, da gehen die ausländischen Investoren hin, wo Diamanten sind. Und wir erleben, dass in diesen Ländern oft die Gewinne nicht ankommen bei den Menschen, dass in diesen Ländern oft auch Bürgerkriege finanziert werden, um die Einnahmen aus solchen Minen zweckzuentfremden, um auch Kindersoldaten zu finanzieren. Und deswegen ist es schon so, dass oft in Afrika der Rohstoffreichtum oft mehr Fluch als Segen ist. Und deswegen ist die Zielrichtung des Antrags der Grünen ja das, was wir als Sozialdemokraten auch schon immer sagen. Wir wollen endlich, dass die Gewinne der Globalisierung den Menschen zugutekommen und nicht nur ausländischen Investoren und Großkonzernen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn wir Globalisierung gerecht gestalten wollen und möchten, dass das den Menschen dient vor Ort, wenn dort Investitionen getätigt werden, dann brauchen wir in der Tat auch verbindliche Regeln. Und die SPD-Fraktion hat schon im Mai 2015, Herr Kikeritz, beschlossen, in allen Handelsabkommen, Investitionsabkommen und Wirtschaftspartnerschaftsabkommen und im allgemeinen Präferenzsystem der EU sind deshalb Regeln für die verbindliche Einhaltung und Umsetzung menschenrechtlicher, ökologischer und sozialer Standards wie der ILO-Kernarbeitsnorm mit konkreten Beschwerdeüberprüfungs- und Sanktionsmechanismen zu vereinbaren. Letzter Punkt ist besonders wichtig, weil das oft in der Prosa von solchen Abkommen drinsteht. Aber wenn dagegen verstoßen wird, greifen keine wirksamen Sanktionen. Und deswegen haben wir dort als Sozialdemokraten auch immer sehr für gekämpft und sind auch der Auffassung, dass zum Beispiel die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Afrika, wo eben diese verbindlichen Regeln nicht drin sind, wo es keine Sanktionsmöglichkeiten gibt, wenn Länder, die zwar offiziell die Arbeitnehmerrechte, die international vereinbarten, unterschrieben haben bei den Vereinten Nationen, aber doch Kinderarbeit an der Tagesordnung ist, sklavenähnliche Arbeit, da sagen wir, da muss nachgebessert werden, sonst werden wir diese Wirtschaftspartnerschaftsabkommen ablehnen. Wir wollen fairen statt freien Handel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das, was wir fordern bei den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Afrika, würde ich mir nicht nur wünschen, sondern das fordern wir auch ein, dass die Europäische Union und die Kommission auch dort ernst macht, wo sie diese Möglichkeiten schon hat, zum Beispiel bei dem Präferenzsystem. Wir haben die Initiative Everything but Arms, das heißt, die ärmsten Entwicklungsländer dürfen zollfrei in die Europäische Union ihre Waren exportieren, wenn sie zum Beispiel Menschenrechte und Arbeitnehmerrechte einhalten. Aber leider sehen wir in den letzten Jahren, dass es viele Länder gibt, die zwar diese Zollfreiheit haben und hier Textilien zum Beispiel liefern, aber trotzdem die Arbeitnehmerrechte mit Füßen treten. Und da finde ich auch mal mutmachend, dass hier es auch mittlerweile ein Umdenken bei manchen auch Investoren gibt, auch bei der Textilindustrie, auch bei der deutschen. Und das Beispiel Bangladesch zeigt, wo die bangladeschische Regierung vor ein paar Wochen Gewerkschafter verhaftet hat, Arbeitnehmer, die demonstriert haben für höhere Löhne, entlassen wurden massenhaft. Da gibt es jetzt ein Schreiben, oder gab es ein Schreiben, das finde ich wirklich sehr bemerkenswert, von den Gewerkschaften, den deutschen Gewerkschaften, von den deutschen NGOs, von der Kampagne für saubere Kleidung, gemeinsam mit dem Textilhandelsverband und den Textilunternehmen, die ausdrücklich gesagt haben, wenn ihr nicht als bangladeschische Regierung die Arbeitnehmerrechte einhaltet, dann fordern wir auch die Europäische Kommission auf, hier von ihren Möglichkeiten Gebrauch zu machen, Zölle anzuheben, damit dort endlich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Rechte haben, damit die Näherinnen und Näher, die Frauen, die dort oft stundenlang unter elenden Bedingungen in Fabriken arbeiten, ihre Kinder ernähren können. Das ist der richtige Weg. Und deswegen müssen wir weiter darauf dringen, dass wir mit solchen verbindlichen Regeln dafür sorgen, dass die Menschen, die mit ihrer Hände Arbeit die Gewinne für die Investoren erwirtschaften, am Ende auch gut davon leben können, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Und genauso verbindlich müssen wir das auch machen. Ich hatte in dem Bereich genannt vorhin, wenn Investoren zum Beispiel nach Afrika gehen, um seltene Erden oder Gold und andere Rohstoffe auszubeuten. Wir haben viele Jahre dafür gekämpft, dass wir eine verbindliche Regelung im Bereich der sogenannten Konfliktrohstoffe bekommen. Und auch dort möchte ich mal ein Beispiel nehmen, wie auch Investoren, auch Wirtschaft am Ende mit uns in einem Boot sein kann. Ich habe in meinem Wahlkreis in Hanau die edelmetallverarbeitende Industrie mit Heraeus und Umicore recht groß vertreten. Deswegen bin ich schon seit Jahren mit denen immer jedes Jahr bei Gesprächen, wo es um deren Problemstellung geht. Und vor 6, 7 Jahren kam dann das erste Mal auf Forderungen von mir und von anderen Entwicklungspolitikern. Wir wollen, dass zum Beispiel Gold aus Konfliktregionen wie im Kongo, dass das zertifiziert sein muss, dass nur Gold quasi dort hier nach Europa darf, wo eben keine Kindersoldaten finanziert werden, wo nicht Kinder als Sklaven in Minen arbeiten. Am Anfang war das typische Konfliktfeld. Da saß die Fachvereinigung Edelmetalle und auch die Firmen aus meinem Wahlkreis haben gesagt, wir wollen hier keine verbindlichen Regeln, das ist Bürokratie, das behindert unsere Wirtschaft. Und auf der anderen Seite, sagen wir, der Entwicklungspolitiker Rabe, der gesagt hat, nein, ihr müsst an die Menschen dort den Kindersoldaten, das muss sein. Und dann haben die immer gesagt, aber Herr Rabe, wir machen doch schon auf freiwilliger Basis so viele gute Zertifizierungen. Dann habe ich gesagt, wenn das so ist, da müsst ihr auch keine Angst vor haben, wenn das, was ihr freiwillig macht, auch verbindlich in Gesetzesform kommt. Und jetzt ist das Schöne gewesen, dass dann am Ende, als wir in der Europäischen Union auch mit unserem Wirtschaftsminister dafür gekämpft haben, dass es dann wirklich eine verbindliche Regelung gibt, dass dann diese Industrie, die deutsche, die edelmetallverarbeitende Industrie, Seite an Seite bei uns war und gesagt hat, ja, wir wollen faire Wettbewerbsbedingungen. Das heißt, wir wollen auch, dass Firmen in anderen Ländern sich daran halten. Und jetzt auch bei der Frage zum Beispiel, dass man noch so ein 100 Kilo Freiwert auf den letzten Metern von einigen südeuropäischen Ländern da reingedrückt hat. Da haben auch die edelmetallverarbeitenden Firmen hier in Deutschland mit mir gemeinsam einen Brief ans Wirtschaftsministerium geschrieben und gesagt, wir wollen, dass da keine Schlupflöcher sind, keine Ausnahmen. Wir wollen, dass Gold nur aus sauberen Quellen kommt. Und daran sieht man, es ist für Investoren, ob das jetzt in dem Bereich ist oder für die Textilindustrie, ja, mache ich, wichtig, dass auch die Verbraucher akzeptieren, und wissen wollen, wo die Sachen herkommen. Keiner möchte einen Ring haben, einen Ehering, an dem Blut klebt, aus solchen Konfliktminen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir im Sinne der Menschen vor Ort, aber auch, denke ich, im Sinne, dass wir mit gutem Gewissen konsumieren können, dafür sorgen, dass Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte eingehalten werden, Investitionsabkommen, aber auch in Handelsabkommen. Da werden die Sozialdemokraten sich weiter für einsetzen. Schön, wenn ihr von den Grünen das genauso seht. Danke. Damit schließe ich die Aussprache.